war. Dann frage ich vielleicht jetzt direkt mal kurz, also der Weg war jetzt nicht so lang, aber habt ihr eine Idee, was ihr mit den 200 Euro machen möchtet? Also wir wollten mit der ganzen Klasse Eis essen gehen und den Rest unter uns aufteilen. Das ist doch ein netter Vorschlag, oder? Alle dran teilhaben lassen und hoffentlich bleibt noch was übrig. Warum ist Ihnen das so wichtig, dabei zu sein? Also wir sind schon jahrelang dabei. Wie vorhin schon gesagt, früher war es der Zeitungsprofi, mittlerweile ist es Medienprofi. Wir finden es toll, dass die OV und auch die LZO diese ganze Sache anschiebt. Für uns ist es wichtig, beziehungsweise auch für unsere jungen Leute, auch für unsere auszubildenden Mitarbeiter, das Tagesgeschäft. Umso wichtiger ist es, dass diese jungen Leute professionell an die Medien rangeführt werden, den richtigen Umgang recherchieren und den Ehrgeiz entwickeln, um da auch Gewinne zu machen. Und ich denke mal, das ist eine tolle Sache. Und wieder zu mir. Ja. Klasse. Dein nochmal? Ja. Super. Und wir wollen, dass das Textverständnis, nämlich auch mal komplexe Texte zu verinnerlichen, die Kernaussagen daraus zu arbeiten, einfach fördern. Und tatsächlich, ich gucke jetzt, das ist mal spannend von hier zu sehen, in unfassbar viele junge Leute, in die Gesichter vieler junger Leute. Und die Frage ist tatsächlich, muss ich eigentlich jedes private Detail im Internet platzieren? So, zu mir. Hier ist das Glück. Ja. So. Wie seid ihr als Team bärenstark zusammengekommen? Also wir machen in der Klasse viel zusammen und dann haben wir gedacht, können wir als Team gut zusammenarbeiten. So. Ja, das scheint so, ne? Beim Platz 1. Klasse. Auch schon eine Idee, was ihr mit dem Gewinn machen wollt? Wir wollen das für die Klassenfahrt sparen. Oh. Wohin geht's denn? Nach Berlin. Ja, Berlin, in die Hauptstadt, super. Ja, da kann man 800 Euro gut gebrauchen. Ne? Herzlichen Glückwunsch.